Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Nicht nur, weil wir mit Konrad wieder Hufschmiedtermin haben, sondern ich habe mich dazu entschieden, ihn auch noch mal röntgen zu lassen. Auch noch mal wirklich die Hinterhand röntgen zu lassen, weil im Schritt läuft er wirklich tipptopp mit den Eisen. Das hat man gesehen bei den Ausreitvideos. Aber Trab ist wirklich immer noch ein Problem. Ja, und ich bin eigentlich total glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, das wirklich zu machen. Das haben ganz viele nicht. Hätte ich früher auch nicht gehabt. Und ich glaube, ich bin eine ganz merkwürdige Pferdebesitzerin, die ihr 24-jähriges Pferd, was schon gar nicht mehr richtig reitbar ist, jetzt zum Röntgen schleppt. Aber ich möchte es ganz gerne wissen. Und ich möchte es nicht nur wissen, weil ich vielleicht die Hoffnung habe, dass er ein Reitpferd wieder wird. Das habe ich eigentlich gar nicht. Sondern ich möchte eher wissen, wenn wirklich starke Schmerzen da sind und er mal wieder so einen Schub hat, dass er nicht aufstehen kann und man wirklich vor der Entscheidung steht, dann möchte ich zumindest die einigermaßen ja irgendwie treffen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und deswegen möchte ich ganz gerne wissen, was los ist. Kann man es beheben, dass er noch schmerzfrei weiterläuft, oder muss man wirklich denn irgendwann ja eine Entscheidung treffen? Gut, dann erzählen Sie mal, was er so zeigt. Ja, also ich bin wahrscheinlich die merkwürdigste Kundin. Das ist unser Zuschauerliebling sozusagen. Ist mein Co-Trainer, ist jetzt 24 Jahre jung. Und wir waren hier bei Herrn Ahlders. Er hat jetzt gerade nur hinten Eisen drauf, weil vorne ist eins weggegangen. Ja. Es hat vor 3 Jahren angefangen, hinten zu lahmen, weil er auch nicht mehr aufstehen konnte, immer wieder hingefallen ist. Kontinuierlich oder immer mal wieder? Nee, eigentlich, also wir haben es erst spät gesehen, wir haben nur immer die Verletzungen gesehen. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass er nicht mehr aufstehen kann. Dann hat er aber auch eine Lahmheit vorne entwickelt. Das fühlte sich eher so an, wenn man Schritt geritten ist, als wenn er hinten schneller läuft als vorne und sich immer so überrennt. Und dann fast gedacht zum Sturz kommt, wenn so hügelig und sowas wurde. Dann waren wir hier zum Röntgen. Da war die Sohle ganz, ganz dünn, sodass sie sehr fühlig war. Und das haben wir durch den Beschlag mit Herrn Ahlders richtig gut im Griff gekriegt. Wir konnten Schrittausritte machen, so wie früher, als er 6, 7 war. War die Lahmheit vorne auf der gleichen Seite wie die Lahmheit hinten? Oder war das vorne rechts diagonal? Und hinten links, würde ich sagen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Knie, Rücken oder vorne. Und heute sind wir primär aber wegen vorne rechts da? Heute oder sind wir primär allem? Dafür da. Also ich glaube nicht, dass man aus ihm ein Reitpferd wieder machen kann. Ja. Ich möchte nur gerne wissen, wenn es etwas Simples ist, sage ich mal so Knie hinten und vorne irgendwas. Wenn man dagegen was machen kann, dass er schmerzfrei sein kann, würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich ganz gerne wissen, wenn es wirklich etwas ist und er hat mal wieder so eine Phase, wo er nicht mehr aufstehen kann. Mein größter Graus ist, dass er irgendwann in der Box liegt, nicht mehr hochkommt und wir ihn in der Box zerlegen müssen. Das wäre natürlich nicht schön. Ja. Nein. Und es ist für mich ganz komisch, weil ich kenne 24-jährige Pferde, die haben Gallen, die haben alles. Und er sieht ja so nicht so aus. Ja. Dann gucken wir jetzt einmal im Schritt und gehen dann einfach von da aus weiter. Also er hatte vorne Erhöhung. Deswegen kann es sein, dass er, die hat er jetzt seit 3 Tagen ja weg, weil wir die Eisen abgenommen haben. Da Herr Dr. Konze Konrad vorher noch nie gesehen hat, muss er sich jetzt erstmal ein eigenes Bild von dem alten Herrn machen. Das sieht dann ganz ähnlich aus wie bei einer Ankaufsuntersuchung. Ist gut. Dann ganz einfach an mir vorbei weitergehen, bitte. Sie haben recht, er ist dezent vorne rechts lahm. Ja. Und er ist auch dezent hinten links lahm. Ja. Ne? Und er hat hinten links auch diese zirkumduktive Führphase des Hufes. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die Longe und gucken drinnen einmal. Gut gemacht. Vielleicht mag er das lieber. Ja, diese er tritt auch hinten links deutlich weniger unter, ne? Ja. Also ich kann ihn ganz, ganz, ganz versammelt traben unterm Sattel und auch ganz versammelt galoppieren. Aber das ist immer so, als wenn er nur parallel läuft. Also da findet keine Rotation statt, nichts. Würden Sie ihn dann einmal traben lassen, bitte? Ja. Tee, rapp.
Konrad findet es gar nicht so schlecht, hier mal in der Halle der Tierklinik Lüsche laufen zu können. So ganz oft vom Hof kommt er ja sonst nicht mehr. Also die Lahmheit vorne war nach dem Beschlag weg, erst als der Intervall so lang wurde. Da kamen sie dann wieder. So, Sie können die wieder antraben lassen. Danke. Tee rab. Konrads lange Lahmheit konnte durch die Änderung des Beschlages bei Herrn Alders nahezu abgestellt werden. Eine Taktunreinheit ist aber geblieben, die mit zunehmender Belastung auch nicht unbedingt besser wird. Ariane möchte nun gern wissen, ob sie ihrem großen Liebling mit einfachen Mitteln noch eine Besserung ermöglichen kann oder ob er schlussendlich ganz in Rente geschickt wird. Bin gespannt. Gut. Ja, Galopp haben Sie gesehen, ne? Schwingt gar nicht so wirklich durch. So fühlt es sich auch an. Genau, Rücken ist eigentlich relativ fest. Und im Trab haben Sie gesehen, auf der rechten Hand ist er deutlich lahmer als auf der linken Hand. Das liegt natürlich auch daran, dass er auf der rechten Hand mehr Gewicht nach vorne rechts bringt. Und die Hintergliedmaße ist ja in der Vorführphase sowieso etwas reduziert. Ja. Und auf der Außen äußeren Hand ist das auch so, dass der Weg im Prinzip weiter ist und dann merkt man das natürlich noch mal ein bisschen mehr. Dementsprechend ist auch da dann natürlich das ein bisschen vermehrt. Für mich ist dann immer so was, ne? Also vorne rechts Wendeschmerz habe ich, also sehe ich ja auch. Der war mit den Eisen wirklich komplett weg, aber Trab und Galopp war halt nicht weg, aber so eine starke Lahmheit hatte er halt mit den Eisen nicht. Aber soll ich ihn nehmen, oder? Was wir jetzt einmal machen werden, ist auf jeden Fall die Hufzange nochmal kontrollieren. Ja. Dass wir da einmal sehen, ist er da noch schmerzhaft? Hat das vielleicht noch mit der dünnen Sohle zu tun, dass er jetzt wieder mehr schmerzhaft ist, vorne rechts? Ja. Und dann würde ich einmal noch mal Beugeproben machen, um zu sehen, kommt es eher von unten, kommt es eher von oben? Hat er vielleicht auch noch eine Komponente im Bereich der Gelenke? Und wenn wir das haben, sprechen wir einmal weiter, wie wir am besten weiter vorgehen. Ja, wir warten noch auf Herrn Konze, glaube ich, heißt er. Hat sich das Ganze eben angeguckt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es vorne anfängt und hinten weitergeht oder ob es hinten anfängt, vorne weitergeht. So ein paar Sachen machen wir jetzt. Ich bin echt gespannt. Wenn ich Konrad noch ein bisschen helfen kann, würde ich mich natürlich freuen. Und ich möchte natürlich, dass er, selbst wenn er nur auf der Wiese rumlaufen kann und nichts mehr arbeiten könnte, dass er natürlich schmerzfrei ist. Weil so wie er jetzt läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass er keine Schmerzen hat. Und das möchte ich nicht. Genau. Muss ich schön tapfer sein, Conny, ne? Also das ist so schlimm, dass er wirklich auf den Hufen jetzt nicht stehen kann. Wenn man jetzt das Bein lange oben hält, dann fängt er an zu zappeln, weil er nicht so lange rechts stehen kann. Ja, ne? Und andersrum auch. Kurz durchhalten auf deinem Recht. Will er nicht mehr drauf stehen, ne? Nee. Gleich hast du es, Bubi. Wird er wohl eher rechts lahm. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und los. So, komm. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Wenn er jetzt tickern würde, jetzt mal so für unsere Zuschauer, dann wäre es ein Indiz, dass es vielleicht ein bisschen Sehne mit ist? Oder was, jetzt bei dieser, man denn aus? Bei dieser, ja, wir lokalisieren vor allen Dingen die Lahmheit entweder weiter unten oder weiter oben. Ne? Denn ich beuge jetzt ja vor allen Dingen das Fesselgelenk, Kronengelenk und Hufgelenk. Ja. Und ob das jetzt dann im Endeffekt Gelenkschmerz oder aber von einem der Sehnen oder von einer der Sehnen ist, das kann ich im Endeffekt davon noch nicht wirklich sagen. Da kommt dann gleich die spezielle Palpation, die mir dann noch im Weichteilbereich sagt, ob ich da noch irgendwo was fühle. Und los. Komm. Hopp, hopp, hopp. War auch negativ. Ja. Ne? Also positiv hätten wir jetzt gesagt, es ist zwar fürs Pferd nicht positiv, aber das Ergebnis ist ein positives Ergebnis, wenn das Pferd dann lahmer ist. Gut. Dann drehen Sie bitte noch mal einmal um, dann mache ich noch mal einmal die obere Beugeprobe und gucke, ob das noch was tut. Die Hoffnung war, man kann irgendwas spritzen und der ist wieder
beweglich. Und er ist wieder heile, ne? Ja, genau. Plötzlich ein anderes Pferd. Ja. Das wär die Traumvorstellung. Hier. Und die Realität ist was anderes. Gucken wir mal, in welcher Richtung oder wie weit wir daran noch ankommen, ne? Gut, war auch nicht wirklich besonders. Ne? Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt einmal vorne rechts unten die Anästhesie draufsetzen, ja, und gucken, ob wir damit im Prinzip den Schmerz schon ausschalten. Dann, ja, wissen wir, es kommt von ganz unten. Und je weiter hoch wir damit in Anästhesie, ja, gehen müssen, desto mehr können wir dann eingrenzen, okay, ist es ein Problem oder ist es nicht. Da wir mit den Anästhesien, die wir direkt an die Nerven, die den Huf ja innervieren und dann das weitere Bein nach oben, im Prinzip immer einen ganz gewissen Bereich betäuben. Und wenn die Lahmheit weg ist, wissen wir, wir haben in diesem Bereich jetzt den Schmerz ausgeschaltet und müssen in diesem Bereich dann gucken. Bevor wir das allerdings machen, würde ich jetzt auch einmal die Gliedmaße von unten nach oben durchpalpieren, ja, ob ich da noch irgendwelche Auffälligkeiten, okay, finde. Ja, was wir jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhaben, ist, dass wir wirklich, sage ich mal so, verschiedene Sequenzen von unten nach oben betäuben, um zu schauen, auf welcher Höhe kann man die Lahmheit ausschalten. Und das gibt natürlich wieder Auskunft, vielleicht in welchem Gelenk oder was dafür Ursache trägt, dass Konrad vorne rechts jetzt lahmt. Da gucken wir mal. Und dann geht's zum Röntgen. Ich habe ihn 7-jährig roh als unreitbar gekauft. Ja. Mit angeblich chronischen Sehnschaden hinten. Und habe ihn dann therapiert. Mit schiefen Therapie und allem. Und nach einem halben Jahr war er lupenrein. Ne, Conny. Ja, das Problem ist, wenn der sich nicht bewegt, dann läuft der halt wirklich auch voll mit Wasser. Ne? Die ganze Bauchtasche ist voll, die Schlauchtasche, ja, ist voll. Okay. Deswegen haben wir da denn die Eisen mit. Solange er im Schritt lahmfrei ist, ne? Ja. Ist das ja alles in Ordnung. Ja. Wenn es dann anfängt, dass er auch im Schritt Lahmheit zeigt, dann ist ein bisschen blöd. Das war jetzt halt, ne? Aber, ja, es kann auch sein, dass die Eisen wirklich gedrückt haben ohne Ende. Das quoll da wirklich schon rüber. Ja. Das ist einfach nur, glaube ich, das beste Pferd, was es gibt. Konrad hat noch nicht mal gezuckt bei der Nadel. Also ganz, ganz toll. Ne, Conny? Ja, das hat er auch. Okay. Dafür kriegt er eigentlich die Therapie für EOTA, kennen Sie? Jein. Er hat mir gesagt, ziehen. Genau. EOTAH ist ja equine odontoplastische Zahn, also Tooth Resorption and Hypocementosis. Also equine Odontoplasten sind die zahnabbauenden Zellen. Und dann Zahnresorption, ne, dass der Zahn im Prinzip abgebaut wird. Ja. Und Hyperzementose. Hyperzementose heißt, dass der Zahnhalteapparat dann im Prinzip wieder Zement zubaut, und zwar, ja, hyper, zu viel, weil der Körper natürlich versucht, den Zahn ein bisschen stabil zu halten. Der Punkt ist, es tut dem Pferd einfach weh, vor allen Dingen auch Möhren abzubeißen, ja, oder Ähnliches. Und diesen Schmerz ihm wegzunehmen, erreicht man im Prinzip nur damit, dass man die Schneidezähne einmal zieht, was wir nachher machen könnten. Dafür müssen wir ihn wahrscheinlich aber trotzdem ein bisschen müde machen, ist, dass wir einmal einen Maulgatter einsetzen, das so Plastik Platten hat, und dann einmal die Schneidezähne röntgen, sowohl Oberkiefer als auch Unterkiefer, und dann das Röntgenbild zusammen angucken, und wenn da massive Befunde sind, dann kann man sich tatsächlich überlegen, ob man ihm da Hilfe schaffen möchte, indem man dann diese schmerzenden Zähne einfach zieht. Davon wollte Konrad jetzt aber erstmal nichts wissen. Also geht's erstmal weiter mit der Lahmheitsdiagnostik. Und was sagen Sie? Es ist besser, aber noch nicht weg. Genau. Es ist deutlich besser, aber ein ganz kleiner Tick, ja, ist noch da. Und der, ne? Wendeschmerz ist auch noch da. Genau, den haben wir vorhin auch gesehen. Und aber es ist im Vergleich zu vorhin, ne, dieses deutlich besser, tiefe, starke Kopfnicken, und jetzt, ja, macht er mal ab und zu so einen ganz kleinen, ist es deutlich, ja, positiv. Ne? Es, ja, ist, wir nennen das positiv mit Rest. Und genau. Der Rest ist klein. Ne? Ja. Genau. Gut. Wir können jetzt sagen, okay, also die Hauptursache liegt da unten. Und wir konzentrieren uns darauf, und wir könnten auch sagen, wir gucken noch mal, ob wir mit der nächsten Anästhesie den kleinen Rest vielleicht auch noch wegkriegen. Was würden Sie denn machen, wenn es Ihr Pferd wäre? Ich würde die nächste Anästhesie machen. Ich auch.
Also Lösung gefunden. Spritze rein und dein Pferd läuft wieder fein. Leider ist das nur zeitlich sehr begrenzt. Er sieht schon die Leckerli, die Dose. Ah. No. Genau, schön, dass man fertig ist. Mhm. Ja, ne. Ach, das ist so ein Geduldiger, wenn ich die Problempferde habe. Der steht 5 Stunden im Wasser und schleppt das andere damit durch. Das ist, ne? Ja. Machen Sie Therapie? Ja. Ah, sehr gut. Das ist mein Co-Trainer, deswegen... Ja, das sagten Sie vorhin, das habe ich da noch nicht so ganz verstanden. Ja. Vielleicht mal den ersten Film von Lüscher angucken. Sollte ich mal, ne? Das ist gut, ja. Vielen Dank. Ganz durchgeguckt. Aufgeteilt, weil ich jetzt nicht mehr arbeite. Ich weiß gar nicht, vorne im Empfang, ich weiß den Namen nicht. Die war ganz überrascht. Sie sagte, sie hat den kompletten Film durchgeguckt. Der geht ja 1,5 Stunden und sie hat gesagt, sie hat Dinge kennengelernt hier in der Klinik, die wusste sie vorher gar nicht. Das fand sie total toll. Das ist hier aber ganz oft, also wenn jetzt ein Film über die Rezeption gemacht werden würde, ich würde auch sitzen, so, ja. Wirklich? Das machen wir? Das ist ja. Und nun geht's wieder ab in die Halle. Das hat nicht den Hintergrund, dass es vielleicht regnen könnte, sondern soll zeigen, wie Konrad auf hartem und auf weichem Boden läuft. Nur jetzt auf der rechten Seite, also von rechts ist weg und jetzt nickt er, wenn er von rechts auftritt. Das heißt, er ist ein bisschen umgesprungen auf von links. Konrad kann aber jetzt definitiv besser laufen. Und wenn er erstmal im Gang ist, dann bleibt er da auch. Los. Nehmen Sie ihn mal in die linke Hand jetzt bitte einmal. Oh ja. Jetzt fällt er einfach von rechts, weil von rechts ihm mehr wehgetan hat als von links. Das heißt, lahm ist er eigentlich vorne beidseits. Gut, danke. Oh. Gut. Haben Sie gesehen, oder? Ja, ja. Gut. Das ist ja auch das, wenn ich ihn geritten habe, dass er hinten mehr läuft, als er vorne kann und wirklich beide dann ganz schnell in kleinen Schritten nachtreten müssen, sonst würde er sich überrennen und hinfallen. Nur, dass halt vorne rechts immer richtig mit deutlichem Nicken war. Genau. Und wir lassen hinten jetzt momentan gerade einfach außer Acht, auch wenn das natürlich deutlich zu sehen ist, kümmern uns im Prinzip um die Vorderbeine. Und da ist es jetzt so, dass es jetzt eine Arbeit mit Umkehr, ne? Also positiv mit Umkehr. Und dementsprechend würde ich jetzt, solange rechts nicht mehr wehtut, einmal direkt vorne links machen und gucken, ob es auch die gleiche Lokalisation hat, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja, dann gehen wir jetzt einmal vorne links. Gut, gehen wir wieder rein. Ist ja aber dann auch wieder interessant für Herrn Ahlders. Er hat ihm ja schon mal gut geholfen, aber es scheint ja noch irgendwie so ein Rest da drin zu sein. Aber er hatte ihn auch ein bisschen hochgestellt, ja? Genau. Mhm. Er hatte so Keile halt mit drunter. Ne? Hat er eine Platte drin? Auch. Auch eine Platte. Also ohne Platte lief er vorher, das ging gar nicht. Aber war es auch geschlossen? Wir haben die Eisen mit, das war geschlossen. Also nicht das Eisen, sondern die Platte war komplett geschlossen. Okay. Aber und Eisen noch war nicht Keile. Geschlossen. Wir haben die auch mit, den ganzen Beschlag. Können wir gleich holen, können sich angucken. Seit wann hat er das? Das ist schon ewig. Das ist ein 30 cm langer Trommel. Der hat eine Totenkrähe gekriegt. Ah, okay. Und dann haben sie dann eine Trommelfibitis gekriegt. Haben sie alles versucht, aber hat sich nicht aufgelöst. Ja, ich würde gar nicht sagen verspritzt, sondern es ist einfach ein riskiertes Risiko. Da war die Bromide drin, wahrscheinlich, zum Sedieren. Und manchmal reagieren die drauf. Ja. Und dann ist ein Keim drin, der trotz steriler Vorbereitung oder ähnlichem passiert. Und dann ist leider ein Risiko. Deshalb ist man ja immer so vorsichtig und macht das alles so sauber und versucht sein Bestes. Aber manchmal sind alles Individuen. So wie wir in der Medizin klappt ja auch manchmal nicht alles. Es ist leider nicht wie beim Reifenwechsel, wo man hinfährt und dann genau weiß, ein Reifen kostet das, braucht 5 Schrauben und dann ist wieder alles in Ordnung. Wir haben sehr viele Zuschauer, deswegen frage ich zwischendurch immer, auch wenn ich Sachen weiß, damit es einfach interessant wird. Nee, und deshalb haben wir hier vorhin auch so viel erklärt. Ne? Ne? Und das ist auch total schön. Gesagt, ab und zu mal erklären und dann habe ich das versucht. Und das andere gucken wir einfach. Dann machen wir wissen wir den Status quo und dann. Ne? Ja. So einfach. Wie lange sind Sie, wann hat das ungefähr angefangen mit den Steinezellen?
4 Jahre, 5, das ist schon. Vier Jahre, Weile, fünf ne? Jahre und bis es denn wirklich so kam, also dann kam der Nasenausfluss, er hat angefangen zu headshaken. Und dann wurde das eigentlich erst so wirklich deutlich sichtbar. Gut, aber jetzt gucken wir erstmal vorne links, oder? Prima. So, komm, die rab. Er ist deutlich gehfreudiger. Und was, wenn man drauf sitzt, ist, wenn er vorne auch nicht lahmt, hat man halt immer das Gefühl, dass er den Rücken nicht bewegt und nur unten läuft. So ist fein. Das war so ein ganz dezenter Rest, aber eigentlich komplett positiv. Ne? Und jetzt auf der linken Hand war wieder hinten links deutlicher. Ich würde jetzt sagen, vorne haben wir im Prinzip unseren Lahm als Ursprung gefunden. Da würde ich jetzt Röntgenbilder machen. Und dann besprechen wir da die Befunde. Okay. Ja? Und wir machen sowieso die seitlichen von der Zehe, damit wir da wieder mit dem Schmied gut besprechen können. Was ich jetzt aber zusätzlich ganz gerne machen würde, ist eine sogenannte Oxspring-Aufnahme. Da bilde ich das Strahlbein ab. Okay. Die sogenannte Bursa podotrochlearis. Und die geht halt, dieser Schleimbeutel schützt die tiefe Beugesehne in dem Moment, in dem sie um das Strahlbein herumgeht. Und da können dann auch mal Befunde auf dem Strahlbein sein. Früher wäre das jetzt so diese Hufrollenentzündung, wo heute ganz viele Angst vor hatten, glaube ich. Genau. Nervenschnitt und dies und das und jenes. Mögliche Therapie, genau. Aktuellerer Name ist im Prinzip Equinus palmaris Fußsyndrom, weil da sehr viele Strukturen betroffen sein können. Ja. Nicht immer nur das Strahlbein, nicht immer nur die Bursa selber, sondern ganz viele kleine Bänder, die in dem Bereich sind. Und deshalb fasst man das unter diesem Oberbegriff zusammen. Jetzt aber muss ich mal ganz doof fragen. Er wurde ja höher gestellt letztes Mal, denn würde die entlastet werden? Die tiefe Beugesehne wird dadurch entlastet, genau. Okay. Und das kann auch dann dazu geführt haben, dass es ihm besser ging. Wenn wir jetzt aber wissen, wir haben vorne geschafft, dann gehen wir auf hinten, konzentrieren uns darauf und versuchen da herauszufinden, was jetzt tatsächlich Ursprung ist. Und ob wir da noch was machen können. Wenn das jetzt 3 Jahre alt ist und seit 3 Jahren schon so ist, müssen wir natürlich gucken. Das kann auch zu weiteren Verspannungen irgendwo geführt haben im Kreuzdarmbeingelenk, also das ISG, ne? Iliosakralgelenk. Ich bin einfach nur stolz auf meinen Conny. Der macht das so toll mit. Ich glaube, der vermutet gar nichts Böses und genau so wünsche ich mir eigentlich jedes Pferd, was zu uns kommt. Ist leider nicht immer so, aber Konrad hat auch noch nichts Böses erlebt, glaube ich. Der weiß, wir wollen ihm jetzt helfen und er steht da einfach, guckt immer mal, ist das so richtig? Ich sage, ja, ist richtig, Konrad. Und jetzt lässt er sich da röntgen ohne irgendwas, also toll. Wobei die Tierärzte und Helferinnen hier in Lüsche auch sehr freundlich und umsichtig mit den großen Vierbeinern umgehen. Denn Stress kann hier keiner gebrauchen. Häufig müssen Pferde für solche Röntgenaufnahmen sediert werden. Solange Ariane aber in Sichtweite bleibt, steht Konrad wie eine Eins. So ein feines Pferd. Heiße Themen. Konrad ist so brav, dass wir wirklich die Gelegenheit nutzen, gleich einmal die Zähne mit Röntgen zu lassen, weil er hat ja nun mal Probleme mit der EOETH und da wollen wir halt einfach mal schauen, wie es ist. Mal gucken, ob er es mitmacht. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen warten. Wir müssen die Röntgenbilder besprechen. Ich denke, Konrad muss sich dann wohl nochmal aufladen, es sei denn, ich kann ihn mit in den Besprechungsraum nehmen. Keine Ahnung. Wir haben ja auch die Röntgenbilder noch vom letzten Mal. Die habe ich ja letztendlich auch noch gar nicht gesehen, sondern nur der Herr Alders und hat danach ja den Beschlag gemacht, aber es hieß gleich, dann können wir uns ja alles angucken und dann haben wir auch gleich einen Vergleich. Es ist also für mich tierisch spannend. Ich habe ja überhaupt gar keine Hoffnung, dass irgendetwas jetzt so ist, dass man ihn wieder voll reiten kann. Wenn es so wäre, wäre es natürlich total toll. Schmerzfrei wäre natürlich auch schon schön, aber ja, es wäre gelogen, wenn ich sage, reiten würde ich ihn nicht gerne. Wir sind jetzt hier im Präsentationsraum. Ich bin ganz gespannt auf die Röntgenbilder. Wer hat natürlich dem netten Doktor hier Löcher im Bauch fragen, egal ob ich was weiß oder nicht weiß, weil wir haben ja ganz viele, die wirklich interessiert sind, ganz viele
Zuschauer, die mit Pferden gar nichts zu tun haben, aber wirklich durch diese Filme ganz viel Interesse entwickelt haben. Und das versuche ich irgendwie ein bisschen rauszukitzeln. Gut. Aber ich sehe schon Grinsen, es passiert von alleine. Ich versuche gerade was. So, also, das ist eine Aufnahme, nennt sich Oxspring-Aufnahme. Mhm. Ist von vorne nach hinten geschossen. Das Bein ist in einem ganz bestimmten Klotz, sodass der Huf etwas gestreckt ist. Und dann sehen wir hier einmal das Hufbein, hier das Strahlbein, das Kronbein und das Fesselbein. So, und jetzt möchte ich eigentlich erreichen, dass ich einmal hier so ein bisschen das bearbeiten kann. Das Hufbein durch, das ist mich bei der Übertragung vom Röntgenmonitor auf unser Klinikbetriebsprogramm und das Betrachtungsprogramm hat sich so ein bisschen die Röntgenform verdichtet. Moin! Moin! Ist schon soweit? Wenn Ariane hier in der Klinik rumtingelt, spricht sich das mittlerweile schnell rum. Nicht nur der ein oder andere Fan hat sie hier schon erwischen können, auch die Experten schauen dann gerne mal um die Ecke. So, und deshalb können wir jetzt hier das einmal ein bisschen vergrößern. Strahlbein ist also dieser Bereich. Umlagert ist das Ganze und überlagert ist das vom Kronbein. Ne? Mhm. Das ist alleine dadurch, dass wir da durchgeschossen haben, fällt das so auf. So, und das Strahlbein hat halt diese Form und hier im vorderen Bereich sind so kleine Kanälchen, die sind aber hier nicht so ganz auffällig, das ist nicht so schlimm. Was aber auffällt, ist, dass hier die Form so ein bisschen rauer ist, das ist aber auch durch die Überlagerung, also es ist nicht ganz gerade geschossen, man sieht, dass hier das Strahlbein ein bisschen über das Kronbein hinausragt und hier nicht. Das ist nicht ganz so schön, aber es ist im Prinzip ein Strahlbein, wo man sagen kann, ja, bei dem Alter, das könnte auch ein Pferd haben, das noch frei ist. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, das, was Sie vorhin gesagt haben, böse Hufrolle. Das Strahlbein hat massivste Befunde, wo wir jetzt direkt sagen müssen, ja, wir müssen die Bursa behandeln. Aber es ist auch nicht ganz in Ordnung. Ne? Wenn wir das mit vorne links vergleichen. So, in diesem Bereich, bei diesem Strahlbein sieht man, dass im Prinzip hier auch wieder die Form. Das ist relativ, das ist ein bisschen unregelmäßig hier. Ansonsten haben wir hier auch so ein bisschen die Einziehung wieder. Ist auch etwas, wo man sagen kann, hat Auffälligkeiten, hat Befunde. Kann Lahmheitsursache sein. Ist aber wahrscheinlich was anderes. Wahrscheinlich was Wie wäre das denn, wenn man ein Pferd hat, was man kaufen will, ein junges Pferd, bei einer AKU kommt sowas, wäre das ein... Da würde ich die Befunde auflisten. Da war jetzt kein Risikobefund dabei, aber so ein paar Befunde waren da, wo man dann sagen kann, kann werden, kann nicht werden. Unruhig heißt Knochenaufbau. Die Knochenlinie ist unruhig. Genau. Also jetzt nicht Schale oder sonstiges, sondern Schale, das sind so diese Nasen. Schale ist ja noch... Krummgelenk, ne? Mhm. Aber hier sehen Sie, dass beginnende Zubildungen sind. Wir haben also eine beginnende Hufgelenksarthrose. Mhm. Ne? Und auch hier sehen wir wieder, dass das Ganze ein bisschen unruhiger ist. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig 90 Grad getroffen, das Strahlbein. Aber auch hier sind... Das Ausziehung, das, was wir vorhin im Prinzip auch gesehen haben, dass es da ein bisschen unruhig war. Ne? Und dann haben wir in diesem Bereich auch Zubildung. Das heißt, vorhin in der klinischen Untersuchung, und man muss ja immer die Röntgenbilder zusammen mit der klinischen Untersuchung sehen, habe ich auch gesagt, von rechts das Hufgelenk ist deutlich vermehrt gefüllt. Mhm. Und das würde wiederum hier zu dieser Position passen. Ja. Also als er den Beschlag gekriegt hat, ist er ja im Schritt und alles wirklich auch lahmfrei gewesen. Deutlich besser gelaufen. Auch im Trab lahmfrei. Ja. Da war wirklich nur noch hinten links, dass das nicht im Trab funktioniert hat. Schritt war einwandfrei. Womit wir ihm natürlich noch zusätzlich helfen können, ist, wenn wir die beiden Gelenke einmal behandeln. Hm. Ne? Also wenn wir die mit Medikamenten direkt ins Gelenk einmal unterstützt behandeln, das kann ihm zusätzlich zu dem Beschlag, der ihm ja offensichtlich auch stark geholfen hat, zusätzlich noch mehr Unterstützung geben. Aber wenn wir ihn vorne schon mal unterstützen, können wir uns dann besser um hinten kümmern. Ja. Ne? Aber wir können auch sagen, okay, wir haben jetzt für heute erstmal genug anästhesiert, der kriegt ja jetzt erstmal Verbände drauf und dann machen wir den nächsten Termin, kümmern uns da um hinten
Und in dem Rahmen kann man dann auch vorne direkt behandeln. Aber ihr habt ja jetzt sowieso auch einen Beschlagtermin, sodass man das dann im Prinzip jetzt machen kann. Und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter, was wir hinten haben und besprechen dann, ob das Sinn macht, vorne zu behandeln. Und dann müssen wir ja auch noch rausfinden, was hinten machen. Ist. Genau. Ne? Ist das EOTRA? Ja. Ah, nein, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Das ist EOTRA. Und am wir bringen alles mit. Und am Unterkiefer ist es so, dass auch hier, das Bild ist jetzt nicht besonders gut, aber wir haben das ja unsediert gemacht, damit wir nicht an die Vene müssen. Ja. Ist es ein bisschen verwackelt, aber auch hier sieht man am Beispiel des ersten Schneidezahns im rechten Unterkiefer, dass hier massiv viel aufgeworfen ist. Und diese Lücke hier, die ist normalerweise nicht. Genau, das sind die ganz, also das ist eine ganz zarte weiße Linie, die man eigentlich sieht und nicht so eine tiefe abgehobenes Zahnfach. Okay. Genau. Das Wort, wenn ich jetzt unemotional wäre und mir an diesem Pferd gar nichts liegen würde, dann haben wir jetzt einen Befund angehender Arthrose vorne, dieses und hinten auch noch was. Die chronische Lahmheit der Hinterhand, zusätzlich die Arthrose vorne, das Pferd ist noch im Schritt lahmfrei. Theoretisch gesehen, in der Natur würde er nicht mehr weit kommen. Kann ich das so formulieren? Ja, das kann man so sagen. Also wenn er jetzt wenn die Beutefresser ihn sehen würden, würden sie sich das schwache Glied aussuchen und dann wäre er lahm und dann würden die ihn irgendwann mal absondern und dann wahrscheinlich. Vorne können wir ihn sicherlich, ob wir jetzt Langzeit einen belastbar lahmheitsfreien Zustand herstellen können, ist ungewiss. Aber kurzfristig sicherlich, und da er im Schritt lahmfrei ist und 24 ist, ihn schon seit dem 7. Lebensjahr treu dient, hat er sich sicherlich dann auch das Gnadenbrot verdient. Und dementsprechend kann er lahmfrei im Schritt auch sehr schön noch ein Rentnerleben führen. Und aber rein grundsätzlich können wir ihn, denke ich, schon wieder in einen Zustand bringen, wo er auf der Weide freudig ist, sagen wir mal so. Ja, okay. Auch jetzt so ein bisschen die Hinterhand natürlich ausgeklammert. Ja. Es ist wieder ein ganz langer Tag gewesen, sehr aufschlussreich. Eigentlich, wenn ich es genau nehme, auch sehr emotional, weil ich muss einige Entscheidungen treffen. Wir haben ja jetzt die Vorderbeine bei Konrad gerönt, weil sich halt eine Lahmheit eingestellt hat. Natürlich haben wir ihn auch geritten nach dem Beschlag und er läuft durchs Gelände im Schritt. Und wie man ja auch gesehen hat, bei den Ausreitvideos ist er sehr übermotiviert, möchte auch traben und möchte eigentlich mitgehen. Ja, und dadurch hat sich dann halt, denke ich mal so, durch die Überbelastung halt eine Lahmheit eingestellt, vorne rechts ganz deutlich zu fühlen und auch zu sehen. Und ich habe jetzt gesagt, jetzt möchte ich einmal wirklich wissen, was ist da vorne los? Und ja, wir haben angefangen, vorne zu röntgen. Es sind auch schon deutliche Befunde da gewesen. Auch das mit den Zähnen wusste ich ja und habe es aber so ein bisschen immer so vor mir hergeschoben, weil ich sage, Mensch, solange der Konrad noch frisst, möchte ich ihm das eigentlich nicht antun. Und ja, hinten die Lahmheit steht ja noch aus, die hatte er schon seit 3 Jahren. So weit sind wir gar nicht gekommen, weil ich mir einfach sage, wenn vorne schon so ein großer Befund da ist, dann weiß ich nicht so richtig, ob ich Konrad einen Gefallen damit tue, wenn ich wirklich ihm diese ganze Prozedur antue. Ich habe gesagt, ich schlafe jetzt noch mal eine Nacht drüber, schaue, wie ich das Ganze regle. Ich denke, so für mich persönlich, ein Reitpferd ist er nicht mehr, wird er auch nicht mehr. Den Hufschmied und den Beschlag, den möchte ich ihn gerne weiter erhalten, weil fürs Schrittreiten hat der super geholfen. Und das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Von OPs, glaube ich, werde ich so persönlich Abstand nehmen. Ich glaube einfach, dass würde Konrad auch gar nicht gut tun und auch nicht so gut überstehen. Und wir sind ja immer im stetigen Austausch mit Rabea. Die kommt ja regelmäßig eigentlich ja bei jeder Träne, die Konrad so lässt oder wenn er mal ein Haar krumm liegen lässt, dann guckt sie eigentlich sofort drauf, weil sie ja auch so ist. Rentner sollen halt einfach nicht leiden. Und ich glaube, solange ich ihn jetzt so gut
schmerzfrei aufrecht halten kann, werde ich das machen. Und irgendwann wird dann vielleicht mal der Moment kommen, ja, wo man vielleicht einen anderen Weg, wo ich einen anderen Weg, einen anderen Gedankengang einschlagen muss. Den schiebe ich ganz gerne noch ganz weit nach hinten in meinem Kopf. Aber es ist halt einfach so, dass man einfach schauen muss, wie es ist. Ich muss jetzt realistisch sein, nicht träumen, was alles sein könnte, die ganzen Gelenke behandeln lassen. Kann ich natürlich alles machen, aber es ist natürlich auch so, ja, dass man ihn trotzdem nicht reiten kann. Und er ist jetzt glücklich bei uns auf der Wiese mit seiner ganzen kleinen Herde. Er kriegt jeden Morgen seine kleine Tablette und ist letztendlich froh, zeigt einem, er ist dankbar, dass er da rumtouren kann. Und ich glaube, dabei werde ich es belassen. Mal gucken, wenn ich eine Nacht drüber schlafe, morgen kann es anders aussehen. Aber jetzt ist das erstmal so meine Entscheidung. Und jetzt gucke ich mal, wie weit er ist. Im Hintergrund hört man ja schon Gehämmer, weil er ist jetzt gerade wieder bei Herrn Ahlders. Und ich hoffe, dass er wieder genauso frisch und fröhlich loslaufen kann wie letztes Mal. Und dann bin ich glücklich. Mal gucken. Ja, es war ja ganz passend, dass du bei den Röntgenbildern mit dazugekommen bist. Ja. Hast du eine Veränderung gesehen von den ersten zu den zweiten? Ja, die Röntgenbilder zeigen, dass die Stärke, die Dicke vom Sohle fast zweimal so groß ist in 6 Wochen. Und das ist eigentlich der einzige Schutz, die ein Pferd hat, die Sohle vom Fuß. Das ist ja also gut und das, darauf war das Beschlag war auch gerichtet, war auch gemeint, um die Sohle wachsen zu lassen und es hat geklappt, können wir mit den Röntgenbildern sehen. Und das heißt, dass sie jetzt viel weniger empfindlich sein soll. Auf die Röntgenbilder haben wir auch leichte Schale, Arthrose gesehen. Das brauche ich eigentlich ein Bild, um das ein bisschen zu erklären. Aber wir haben natürlich im Bild seitliche Aufnahmen gesehen, dass wenn der Fuß abrollt, geht der Bein geht nach hinten. Kurz bevor die Trachten hochkommen, ist die Biegung im Hufbeingelenk maximal. Und dann drückt die Stelle, wo die tiefe Strecksehne haftet, die drückt gegen die Knochen da oben. Ja. Und dann kann man auch sehen, dass es da Verschleiß gegeben hat. Also die Füße waren lange Zeit viel zu niedrig. Ja. Der Abroll war lange Zeit viel zu schwer. Ja. Das haben wir geändert. Und ich bin eigentlich auch persönlich sehr interessiert, wie es denn jetzt geht mit diesem Beschlag. Ich habe das wieder ein bisschen angepasst. Ich habe schon gesehen, es sieht irgendwie anders aus. Ja, es wird eigentlich der Abroll einfacher gemacht. Ja. So lässt sich das einfach erklären. Und viel komplizierter ist es auch nicht. Ich habe die Abroll einfacher gemacht und ich habe auch die Trachten ein bisschen extra erhöht mit einer kleinen Lederkeilplatte. Ja. Hinten habe ich andere Eisen gebraucht. Man sieht, dass Rex hinten wohl sehr stark auf die Innenseite vom Fuß belastet, die sehr stark. Und die andere Fuß viel Verschleiß im Zehbereich. Ja. Also da habe ich ein Eisen gebraucht, was die Abroll noch einfacher macht, sicher für den hinten, Fuß hinten. Und an die andere, wo die Innenseite viel Druck auffangen muss, habe ich ein bisschen verbreitert. Ja. So die Bewegungsablauf ein bisschen zu normalisieren sozusagen. Sehr schön. So, mein Großer. ganz neues Laufgefühl. Fein. Guck mal, jetzt fußt er wieder ordentlich durch. Und wer sich wieder gut bewegen kann, nimmt dann ja wahrscheinlich auch ab. Das soll jetzt mal eben kontrolliert werden. Aber die Waage ist schon besetzt. Oh ja, ich komme mit. Komm her. Mitkommen. So. Und halt. Gut gemacht. Oh, der hat aber tüchtig. Halt. Der hat aber gut abgenommen. Jetzt geht's nach Hause. Komm, mein Großer. Huschi, huschi, komm. Ab nach Hause. Na komm, mein Junge, komm. Komm. Gut, klasse. Prima, mein Junge, komm. Zu Hause, endlich. Ja, Conrad und Mara sind gerade zurück und der Kameramann natürlich auch. Und ich dachte erstmal, hey, was hat Conrad denn da? Wurde der verarztet oder so? Aber dann
habe ich gemerkt, dass er ja gespritzt wurde. Und ja, mal gucken, was daraus wird. Konrad ist, glaube ich, voll glücklich, dass er wieder zu Hause ist bei seinen Kumpels. Was ich jetzt schon gemerkt habe, ist im Vergleich zu vorhin, er ist hier wirklich wieder lang gestratzt, ist auch gleich wirklich flotten Schrittes Richtung Stall gegangen. Das war ja heute Morgen gar nicht möglich. Da hatte er vorne keine Eisen mehr drauf. Aber Herr Ahl, das hat auch ein bisschen was wieder verändert. Zum Glück ist er gerade gekommen, als wir die Röntgenbilder besprochen haben. Das war natürlich wirklich perfektes Timing. Ja, und ich muss einfach noch mal ein riesen Dankeschön an den Dr. Konze sagen. Der hat sich richtig viel Zeit genommen. Und ich muss auch sagen, er wollte, glaube ich, gerne noch weitermachen. Er wollte noch hinten die Lahmheit untersuchen. Er wollte eigentlich mir meinen Traum erfüllen und mein Konrad reitbar für mich machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja realistisch. Ich bin ja nun nicht, ja, ich bin selber auf eine Art und Weise vom Fach, bin auch nicht ganz blauäugig und sehe ja nun auch, was die Röntgenbilder sagen. Natürlich kann man da was machen, man kann ein bisschen Zeit schinden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre er 10 Jahre jünger, würde ich das wahrscheinlich machen. Aber in seinem Alter, Mensch, ich habe ihn 7-jährig eigentlich als kaputtes Pferd, chronisch lahm, hinten links gekauft. Es war eigentlich gesagt, er wird nie wieder ein Reitpferd werden, er wird immer lahm. Und ich habe ihn jahrelang so toll hingekriegt, dass alle Physiotherapeuten in der Schule, wo ich ihn immer als Medium mitgenommen habe, nichts gesehen haben, auch die Dozenten nicht, habe ich halt alles mir so erarbeitet. Und irgendwann, glaube ich, muss man dann halt auch mal sehen, ist es vielleicht auch einfach an der Zeit, das Ganze so zu akzeptieren, wie es ist. Und der Dr. Konze, der wollte das gar nicht so richtig. Ich habe es jetzt so ein bisschen abgebrochen, weil es wirklich ein langer Tag war. Und der Konrad, der war so lieb. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat halt einfach meinen ersten Eindruck von der Tierklinik Lüsche wieder bestätigt, dass halt, wenn ich dahin gehe, sich wirklich Zeit genommen wird. Es ist ganz egal von wem, ob das, nennt man das Pfleger, die da Verbände wechseln, Tierpfleger, Tierarzt, Helferin, was es auch alles für Bezeichnungen gibt. Ich habe noch niemanden da gesehen, der unfreundlich ist, der einen abwimmelt, der irgendwie ja einem das Gefühl gibt, man ist fehl am Platz oder man ist nicht gewollt oder die Zeit stimmt gerade nicht, obwohl die, glaube ich, richtig viel Stress hatten heute. Und das, muss ich sagen, habe ich bei dem Dr. Konze auch wieder gemerkt, dass es halt einfach ganz ruhig war. Er war bemüht, mir alles zu erklären. Und das, finde ich, ist total toll. Das hat man ganz selten. Und von daher fühle ich mich da gut aufgehoben, wenn was ist. Und ja, jetzt lasse ich das Ganze mal sacken. Ich hätte es ihm gerne persönlich gesagt, aber es war alles so viel. So ungefähr muss es den Besitzern geben, die am dritten Tag des 3-Tage-Checks hier ihr Pferd abholen und einfach alles, ja, vor die Füße geschmissen kriegen. Ich versuche es auch nett, ich versuche es auch langsam und ich möchte, dass der oder diejenige das versteht. Aber ich glaube, man kann bemüht sein, wie man will. Es ist einfach Emotion damit drin. Es ist Hoffnung und Hoffnungslosigkeit damit drin. Es ist ein Blick in das, was gerade da ist. Und bei mir sind dann ganz viele Kettenreaktionen an, die einfach sagen, mache ich noch weiter, mache ich nicht weiter. Mein Herz würde sagen, oh, nehmt ihn auseinander und baut ihn wieder neu zusammen. Aber das ist unrealistisch. Und das muss ich einfach so nehmen, wie es ist. Vielleicht wird ja eins unserer Beinfohlen ein ähnlicher Nachfolger. Ich glaube, ersetzen kann man den Conny nie. Aber wir können zumindest dran arbeiten. Vielleicht wird es ja noch besser oder anders. Ich weiß es nicht. Momentan entwickeln sie sich ja ganz, ganz toll. Und da bin ich auch gespannt, wenn wir endlich Zeit finden, wieder mit den beiden zu arbeiten. Und ja, mal schauen. Aber erstmal herzlichen Dank an die Tierklinik Lüsche, dass sie überhaupt das immer so möglich machen. Nicht jeder will vor die Kamera, nicht jeder ist so redegewandt. Wir hatten bis jetzt immer Glück da und dafür würde ich jetzt erstmal Danke sagen.